Ja, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wir haben heute angenehmes Wetter, das will ich ausnutzen, daher will ich eine kleine Runde rennen. Ich stehe da herum beim Markthof und wir da oben laufen zu Donau, da waren wir eh schon mal. Ach, da zischt schon eine Reihe dahin. Vielleicht sehen wir davon einiges noch. Und ja, ich würde sagen, kleines Gepäck dabei. Chaos und Tour dabei und jetzt gehen wir es einmal los. Ein paar Wildanken. Ja, die Schleisen sind offen, aber es ist anscheinend eh nicht viel Wasser da. Ja, und da herüben. Ja, stinkt so ordentlich. Aber so ist es halt. Trotzdem schön. Das ist ein Tieselfeld, ein kleines. Und da ein riesen Drumgläten. Wahnsinn. Ja, ich habe heute wirklich kleines Gepäck nur dabei. Da kommt jetzt da vorne unser kleiner Wasserkram. Links und rechts. Und vielleicht sehen wir da irgendwas. Schauen wir mal. Ja, ich muss sagen, da ist gar nicht so viel drin. Vogelmatsch stehen da überall. Da ist schon mehr herin. Ja, 16, da war schon Hochwasser, das sind natürlich auch angeschwemmt worden. Seerosa. Da ist der Durchlauf ins andere Becken. Schaut mal, wie viele Kringeln da sind. Entweder ich spüre das nicht, dass so zart regnet. Kann ich nicht sagen. Aber da ist ein Gepiepse und die Zwitschere da in die Asteln. Gewaltig. Ja, aber trotzdem, ich werde jetzt schon langsam weitergehen, weil ich will nur zu Donau. Also das Wetter ist echt optimal, wir haben 23 Grad, aber es ist extrem schwül. Ein kleines ist da dabei. Die sehen wir nicht. Jetzt sieht es mich. Ich bewege mich jetzt überhaupt nicht. Aber jetzt Jump Jump und in Sicherheit. Ja, sowas zum Sehen ist natürlich immer wieder schön. Ein Mammis mit Bambis. Ah, da ist jetzt der Greifvogel geflogen, aber der ist schon wieder zu weit weg. Ja, echt super. Mein Trönchen verfolgt mich, aber da kommen jetzt ein paar Wasserspritzer. Aber da werde ich lieber wieder einpacken. Und vielleicht noch ein Bocke da. Schauen wir mal, es dürfte nur ein kleines Wolkerl sein. Ja, ich muss sagen, ich bin heute froh, dass ich meinen Trinkschlag dabei habe. Dann gibt es heute einen kalten Kaffee, den haben wir mitgenommen. Und den nicht gerade zu wenig. Wir haben gleich zwei Dosen mitgenommen. Ja, zum Essen gibt es nichts. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da nieselt es ganz gemütlich vor sich hin. Da tut sich allerdings auch nicht viel. Und genauso wenig da herum. Aber es muss ganz schön was gewesen sein. Schaut, was da für Bahnsteine drin sind. So, da. Da haben wir jetzt Burg Devin. Und da unten, weiß nicht, wo man sieht, wo das Auto steht, da gehen wir dann einen Wald bis oben zum Wasser. Bin ich oder ist das eine Wassermelone? Oder Kürbis?
glaube ich, ein Kürbis. Ja, viel sind auf dem Feld. Weiß auch nicht. So, und das idyllische Wedel. Da jetzt durch. Habe ich jetzt nicht filmen können. Anke ist nämlich gerade gekommen zu seinem Auto. Aber ist egal. Da bist du narrisch. Das ist da so hoch gestanden. Schau mal, ob ich mich da ein bisschen ins Spiel bringen kann, wenn man das sieht. Wahnsinn. Bis daher. Ich weiß, wie lange man da nicht gehen hat können. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt ist sie wieder auf 2,70 Meter, habe ich gestern geschaut. Ja, das ist ein Standardwert. So, da sind jetzt zwei Angestellte, die blöden. Nicht wirklich stören. Da drüben sind auch. Aber es ist ganz schön hoch. Morgen alles extrem hoch. Den habe ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt mit den zwei Fischern noch plaudert. Natürlich habe ich da nicht gefilmt dabei, das wollte ich nicht. Und jetzt kämpfe ich mich da ein bisschen durch. Schau, wie da wo ein bisschen weiter zum Wasser rüberkommen. Ja, da liegt ein kleines Vogelnesterl. Ich hoffe, die wollen schon alle fort. Schauen wir da noch ein bisschen. Ach, kleines Bäuschen. Den Kaffee möchte ich schon machen. Schauen wir, wenn die Schuhe nicht auszieht, dass ich da durchkomme. Freunde, wenn wir jetzt nicht glauben, ich habe dann gerne einen Sandstrand. Aber der ist da relativ hart da. Ja, dann kann ich wenigstens auch noch schön umfilmen auf Schloss Devin. Ja, jetzt habe ich noch einmal eine schönere Aussicht. Die Mark kommt da raus. Devin, da drüben, das ist Österreich auch noch. Das ist ganz schön viel Wasser noch. Wahnsinn. So Freunde, es hilft nichts. Ich brauche jetzt auf alle Fälle einen Kaffee. Ja, ich bin da jetzt beim Wasser. Ich glaube, das Platz da wäre mir einverleihen. Dann habe ich da Aussicht, würde ich sagen. Meine Getränke habe ich da. Kaffee, ein bisschen mehr. Und noch ein kaltes Getränk. Ein Energy. Diesmal Marille Erdbeer. Den brauche ich mir als erstes. Ja, herrlich. So, und jetzt sind meine ganzen Krankensessel gesund werden und alle gesunden werden sie mir nicht krank. Aber heute habe ich einen ordentlichen Poki mit. Wow! Das ist echt super da. Ja, da werde ich jetzt eine Zeit lang aushalten. Wir haben es halber Öfe. Zwischenzeit 25 Grad, aber egal. Motorboot. Rühr den durch, ich nur zu laut. So, trinke ich meinen Energy noch aus. Ja, jetzt genehmige ich mir noch einen Schluckel.
Herrlich. Es ist da wirklich super schön. Das taugt mir. Wenn man da rüber geht. Echt geil. Ja, herrlich. So, und wie jetzt sagen, machen wir es uns noch mal gemütlich. Jetzt habe ich noch einen Kaffee, den trinke ich natürlich auch noch aus. Treffe Löwe, perfekto. Also, wir sehen sich gleich wieder. So, Platz haben wir wieder so hinterlassen. Ich tue noch mal einen Blick raus dazu, wunderschön. Und ich muss jetzt da durch den Dschungel durch auf den Weg. Hey, hörst du immer noch? Siehst du, das ist wahrscheinlich keine kleine. Vom Krawall her. So, da. Wieder am Rückweg. Durch die schmale Wiegel. So, jetzt sind wir da heraus. Und das ist ja nur so ganz. Häuser, was weiß ich, was das einmal war. Ja, da sieht man wahrscheinlich eh nicht viel. Ja. Und jetzt geht's wieder. Retour. So, am Weg retour. Tröntchen ist hinter mir wieder. Wetter ist okay, 27 Grad. Und von daher, ich gehe auch gemütlich. Geht zwar jetzt da in der prallen Sonne, aber egal, das stört mich nicht so unbedingt. Andere Traum verträumt es nicht. Ich komme damit klar. So, ich bin da am Überlegen. Da unten, wo der Traktor steht, stehe ich mit der Droschke. Und da war ich auch schon einmal unten, da geht es ein Stück durch den Wald durch. Ich glaube, den nehmen wir einfach nur mit. Schauen wir mal, was dort Neues gibt. Ja, da hinten ist es richtig schön. Tröntchen ist auch da. Ja, schauen wir da einfach einmal alle. Interessiert mich, was da unten ausschaut. Ja, mein Wasser ist auch schon laut, nämlich brunzlaut. Und ich glaube, ich werde mir das nächste Mal. Da gibt es so Eiswürfeln so lange, die was in einen Flaschenverschluss reinpassen. Das sind auch Flaschen. Die werden wir noch organisieren. Aber da ist richtig schön drin. Gefällt mir. Ja, das sind jetzt so, glaube ich, 2,5 Kilometer da oben. Dann schauen wir, wie wir überhaupt durchkommen. Genau, da sind die ganzen Boote, die liegen doch quasi am Brockendock. Bootsplatz. Schauen wir mal. Oh, ich kann nicht sagen, wie tief es ist, aber sicher einiges.
Genau, da sind wir jetzt bei diesen super Bäumen, die so verschnörkselt sind. Ich glaube, weil da vorne sieht man es dann besser. Also so Bäume wie die da herin sind, habe ich noch nirgends gesehen. Gewaltig. So, ich glaube, ein Stückchen geht es und dann ist es sowieso aus. Da ist auch noch ein kleiner Hochsitz. Ist eher ein Niedersitz. Das ist, glaube ich, was umdrehen können, die hat das. Schneller weg, wie schauen auf können. Da kann ich jetzt noch ein bisschen zugehen. Und hupfen die Frische mal drum. Ja, Grodenlocken quasi. So, da ist ein bisschen mehr los. Und 1000 Wasser läuft da drin. Aber ja. Bratislava, da sind schon ein paar Häuser von Bratislava zum Sehen. Und ja, ich gehe jetzt trotzdem schon langsam wieder zurück. Das ist gewesen sein, auf zur Droschke. Die Bäume sind so geil da. Das ist ein Wahnsinn. Wie gesagt, sowas sieht man extrem selten. Ach, das ist schon warm. War besser wie gar nichts. So, letzte Stück Lärm. So, wieder haben wir ja alles gehabt. Perfekt. Und ja, jetzt bin ich auch gleich bei der Droschke. Ja, da vorne steht es unter dem Baum. So, Freunde, ich bin beim Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Wahlen und pfiat euch, die Buben.